spielt gegen die Team Monarchs Jungs, wenn man denn so will. Wir gehen in die Knife Round. Wollen wir doch mal sehen. Also, wie gesagt, der Pick von Team Monarchs. Also für sie vielleicht hier die Seitenwahl noch mal ein bisschen entscheidender. Hab ja auch schon ein paar Performances von ihm gesehen. Sowohl auf Overpass als auch auf Inferno. Also ich denke, gerade jetzt auf Overpass wäre es für die Jungs dann doch eine ganz schöne Sache, wenn sie denn hier auf ihrer favorisierten Seite starten können. So, sehr behäbige Knife Round. Jetzt haut nochmal rein, Jungs. So, Kevin und Like sind noch am Start. Vorhin noch mit Like geschrieben und auch Fairplay-technisch ihm nochmal Good Luck gewünscht. Jetzt will er es mir natürlich beweisen. Und will jetzt das One-on-Four mit dem Knife machen. Also, Knife Round wird dann wohl aller Wahrscheinlichkeit nach, auch wenn ich mich nicht gerne komplett aus dem Fenster lehne, an Team Monarchs gehen. Und damit wird es wohl auch der CT-Start werden. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen. So, dann haben wir jetzt auch die Seite in Team Monarchs starten CT und Galaxy Network auf der T-Seite und wir können starten. Also, wenn irgendwas nicht passt, irgendwas Technisches oder was auch immer, wenn ihr Fragen habt, der Chat ist für euch da und damit bin auch ich für euch da. Jederzeit rein damit. Wenn ich mal irgendwas nicht merke, dass das Mikrofon nicht funktioniert oder der Ingame-Sound ist zu laut, der Ingame-Sound ist zu leise, ihr wollt eure Mutter grüßen, was auch immer. Der Chat ist, wie gesagt, offen für euch und dann könnt ihr den natürlich auch nutzen. So, ich weiß nicht genau, wieso es jetzt noch kein Ready gibt. Oder ob sie nicht wissen, dass sie nochmal ein Ready reinhauen müssen. Nein, wir starten auf jeden Fall. Es geht los. Nochmal die berühmt-berüchtigten Restarts. Und dann gehen wir auch in den Spieltag 4. Team Monarchs gegen Galaxy Network. Team Monarchs CT, Galaxy Network T. Und wir gehen rein in die erste Map. Und die Mama Claudia wird nochmal gegrüßt. Dann wollen wir doch mal sehen. Galaxy Network jetzt zwangsweise auf der T-Seite. Hier erstmal relativ geschlossen Richtung Spielplatz. Kiwi deckt hinten ab. Wir haben hier schon mal YB, der schon mal ordentlich offensiv gerade gepusht ist. Zieht sich dann aber doch nochmal zurück. Also man wartet hier auch wirklich erstmal die Pushes ab. Und wollen noch nicht allzu weit vorgehen. Aber auf beiden Plätzen, sowohl das Up-Aim Richtung B-Spot als auch Richtung A-Spot, da kommt aktuell noch nichts offensiv. Team Monarchs lassen sich da nicht irgendwo in eine Falle reinlocken. Und jetzt soll es dann auch vorwärts gehen. Also es ist wirklich hier niemand offensiv. Wir haben YB, der steht hier komplett auf dem Spot. Und der ist hier auch komplett alleine. Lemon könnte natürlich dann auch schnell verschieben. Aber jetzt muss er erstmal hier Zeit rausholen und das Ding halten. Narea, jetzt geht's drauf. So, Bombe kann erstmal Death gelegt werden. Aber die Monarchs auch schon gut verschoben. Sadie der Einzige, der jetzt noch nicht oben ist. Und Like da direkt erstmal mit zwei guten Shots. War ich komischerweise nicht drauf. So, Mizaras, Impuls G und Sadie noch am Start. Da wird draufgegangen. Mizaras mit dem ersten Frag. Und man kann hier erstmal noch Death stehen. Die Bombe liegt für sie. Aber auch keinerlei Equipment natürlich jetzt dabei. Sadie als einziger ein Kit, aber sie sind nur noch zu zweit. Like nochmal mit einem Shot, Narea mit einem Shot und Mizaras hat kein Kit dabei. Das hatte Sadie und dann ist es auch vorbei. Und drei Waffen bzw. drei Jungs bringt man da durch und damit zweimal Kevlar auf Seiten von Galaxy Network. Und die Pistol Round damit für sie entschieden. Und auf Seiten von Team Monarchs kommt dann erstmal ein gemütlicher Forceball rein. Dreimal Deagle sehen wir. Und zweimal CZ. Zwei Smokes hat man am Start, eine Flash. Das Bild auf Seiten von Galaxy Network natürlich deutlich besser. Jetzt geht man mit zwei Leuten erstmal Construction runter. Also scheint da auf jeden Fall erstmal was zu erwarten. Ja, und im Prinzip ist es das gleiche Bild, was sie auch in der Pistol Round probiert haben. Sie warten erstmal ab und wieder ist es Kiwi, der da in der andere Richtung wartet. Klar, in der Runde kann man natürlich auch mal ein bisschen drauf spekulieren, dass es vielleicht auch ein bisschen was Offensiveres jetzt gerade mal wird von Team Monarchs, irgendwo ein Offensivpush. Von daher die Aufstellung eigentlich so erstmal auch ganz okay gewählt. Jetzt hat man in dieser Runde bei Team Monarchs aber auch direkt den Support von den zwei Construction-Spielern für Mizaras, wenn sie dann hier vorgehen. Aber es soll lieber lang gehen. Und es ist nur Like,
der in der Mitte hier noch was probiert. Jetzt geht man nochmal zurück, hat dann nur ein bisschen angefaked. Und jetzt vielleicht Construction runter. Oder man probiert es dann jetzt Richtung B. Impuls G steht hier auf kurz. Sadie könnte ihn das supporten. Und man hätte auch natürlich wieder den Weg über die Construction. Und es geht raus über B lang. Kiwi mit dem ersten Track und man kommt da erstmal gut drauf. YB sollte auch da kein Problem sein. Man ist auf dem Spot. Mizaras wird weggeklickt. YB auch weg. Impuls G und Sadie. Beide low, aber treffen beide nochmal. Und daher kann man die Hoffnung hier nochmal hochhalten. Beide auf kurz und beide bekannt. Bombe liegt aber noch nicht. 10 Sekunden auf die Uhr. Sie müssen an die Bombe kommen. Immer noch 10 Sekunden und da werden sie beide in der Smoke vernascht. Hätten vielleicht irgendwie darauf spekulieren können, dass da erstmal die Bombe gepickt wird und dann den Spieler beim Plant zu holen. Trotzdem, zumindest konnte man zwei Waffen rausnehmen. Und geht jetzt erhobenen Hauptes in die erste Eco-Round. Und wir haben einen schönen Money Farmer am Start. PD geht da mit der MAC-10 rein. Und Kevin nur mit der CZ. Aber klar, man weiß, man spielt gegen die Full Eco bei Team Monarchs. YB da sehr offensiv, kann da zwar ein paar gute Hits verteilen, mehr aber auch nicht. Und damit ist der A-Spot erstmal frei. Bombe steht aber noch komplett defensiv aufgestellt. Also man nimmt erstmal hier komplett alleine den Spot ein. Und PD vorgeschickt, um dann auch mit der MAC-10 da erstmal sich ein bisschen Geld zu farmen. Mizaras gegen PD mit dem Frag und jetzt sieht es dann auch nur noch Mizaras und Puls G. Die kommen hier offensiv und währenddessen ist die Bombe auch schon unterwegs zum B-Spot. Also da hat man es wirklich ganz, ganz safe gespielt, wollte überhaupt nichts anbrennen lassen und hat dann letztendlich auch funktioniert. Und somit geht es ab in die erste Waffenrunde. 500 Zuschauer bei Div 2 finde ich übrigens auch mal ganz cool, nur noch so an der Stelle. Ich hatte gedacht, dass die ersten 300 sofort wieder wegschalten, aber okay. So, was spielt man jetzt in der ersten Waffenrunde? Lemon und Mizaras, und Lemon wollte da direkt erstmal peaken. Diesmal spielt man es nicht ganz so langsam wie in den letzten Runden bei Galaxy Network, also dieser Peak hätte durchaus auch ein Opfer finden können. Jetzt aimt er aber relativ defensiv erstmal ab. Ja, und Kiwi ist der Mann, um potenzielle Pushes da erstmal abzufangen vom B. Ja, und dann doch im Prinzip wieder ein Bild, wie es auch in den ersten drei Runden war. Man probiert es erstmal mit einer ganz ruhigen Sache. Man möchte da nicht zu schnell spielen und weiß vielleicht auch um die Position von Lemon. Zumindest in meiner Erinnerung hat er öfter natürlich hier gedeckt. Bei den Spielen, die schon decken. Also die Bombe bekommt er da erstmal, kann sich zurückziehen, hat er den Support, mittlerweile auch schon zwei weitere Spieler auf dem Spot. Die Frage ist, was macht man jetzt? Geht man nochmal Construction runter, verschiebt man nochmal? Bombe wird erstmal gedroppt von der Rehe. Flash bringt da erstmal weiter nichts. Dann sehen wir auch noch Kiwi, der da bei B alleine erstmal vorgeht. Bombe wäre ja theoretisch jederzeit pickbar und noch schnell zu verschieben. Jetzt geht man über kurz wieder Construction. Will man jetzt auf den B-Spot? Oder probiert man es hier nochmal? Kevin kann da erstmal offensichtlich aufhören, wird aber nichts kriegen. Like mit dem ersten Shot. Der ist verflucht heute. Bei dem sehe ich überhaupt nichts. Und Lemon hat hier unglaubliche Eier und moved sie alle aus. Er holt sich den ersten in Area Down. Like währenddessen auch schon erfolgreich. Und Sadie kommt jetzt von der anderen Seite und dann springt Like einfach runter. Das ist ein leichter Frag für die beiden. Und Kevinah und Kiwi müssen das Ding jetzt hier nicht halten. Kiwi nimmt sich zwei. Lemon mit dem ersten. Jetzt ist es das 1 gegen 1. Kevin gegen Lemon. Beide mit der AWP bewaffnet. Beide mit der Lightning Strike. Der Molly forst ihn da erstmal. Das gibt ihm noch den Vorteil, aber er trifft den Shot nicht. Und dann der Nosecomb hinterher. Und der Diffuse geht auch ohne Kit noch durch. Und damit ist es die erste Runde für Team Monarchs. Also der Molly im Prinzip ganz gut gedacht. Aber dass er dann den ersten Shot nicht setzt, ist natürlich ärgerlich. Am Ende kräht da aber kein Haar mehr nach, denn es hat ja funktioniert. Die Runde ist drin. Trotzdem, da
da man jetzt wieder einen durchgebracht hat in der ersten Waffenrunde, ist das Geld bei Timo Nice trotzdem sau, sau knapp. Man musste auf MP9 und zweimal Farmers ausweichen. Und verliert man diese Runde, dann ist man komplett broke. Also das hier jetzt auf jeden Fall erstmal eine Pflichtrunde. Vitas ist mal offensiv in der Toilette, gibt erstmal eine Smoke rein. Und damit kann man sich Mitte erstmal ein bisschen Raum verschaffen. Und es ist wieder Kiwi, der guckt, was kommt da vielleicht von B. Aber bis jetzt Timo Nice da noch nicht einmal irgendwas Offensives gewagt. Aber wir haben Lemon, der nimmt sich lang. Wird von Mizaras gedeckt, dass ihn da nichts über Toilets überraschen kann. Ja, und es ist durch und durch ein sehr, sehr langsames Spiel. Ja, da konnte der Frag leider nicht sitzen. Trotzdem direkt der Blick auf den Boostspot da bei ihm. Und jetzt die beiden Frags, Sadie und Impulse 3. Und damit sind es nur noch 6 Spieler hier. Like hat sich da einfach durchmanövriert über den A-Spot. Und kann jetzt richtig gefährlich werden von hinten. Like mit dem ersten. Und sie haben es immer noch nicht auf dem Schirm. Like mit dem zweiten. Impulse G hat es auch nicht auf dem Schirm. Das kann doch nicht wahr sein. Like mit dem dritten. Macht er hier das alleine gegen 5 oder was? Like mit dem vierten. Bombe hat er auch noch. Was ist denn das für eine Runde? Also der erste Shot, nachdem er sich da irgendwie durchmanövriert hat, den lasse ich noch durchgehen. Der zweite war schon kritisch, der dritte war... Naja. Und jetzt mit 10 AP und das ist bitter. Das muss man an dieser Stelle, egal für welches Team man ist, dem guten Like dann auch gönnen. Also das hätte er sich auf jeden Fall verdient. Meine Herren. Muss man erstmal ganz kurz durchatmen. Also, am Ende dann auch ein bisschen glücklich, dass man die Runde noch geholt hat bei Team Monarchs. Denn, dass man den Like da so sich ausfalten lässt, ist... gefährlich. Und das hat man sofort gemerkt. Boah, Kevin, der hat aber auch Eier. So, Eco auf jeden Fall jetzt für Galaxy Network. Man holt sich da nur die Deagles, aber Kevin, dem macht das überhaupt nichts aus, dass er dann nur mit Deagle unterwegs ist. Denn aber auch das Equipment bei den Monarchs ist nicht allzu gut. YB muss da auch nur auf die MP9 gehen. Und jetzt haut man sie hier aber nach und nach weg. Lemon auch nochmal gegen Like erfolgreich. Vorher hat der aber auch noch einen Shot gemacht. Und der Plant, den will er dann doch wieder abbrechen. Könnte aber durchgehen. Und das ist ein bisschen time unlucky. Und damit ist es nur noch Kiwi. Und das sollte er nicht holen mit der Glock. Das sollte er doch nicht holen. Er hätte fast noch einen Frag bekommen. Und damit die so wichtige Folgerunde jetzt hier auch nochmal hinterher für Team Monarchs. Die hier ein Spieler in der ersten Waffenrunde, einen in der zweiten und jetzt 2 Spieler durchgebracht haben. Also trotz 3 gewonnener Runden in Folge noch nicht allzu viel da aufgebaut. Und könnt ihr mal bitte erklären, wie die Spielerzahl, die Zuschauerzahl jetzt bitte noch wachsen kann? Das, es ist merkwürdig. So, diesmal ein bisschen, eigentlich ein komplett anderer Aufbau bei Galaxy Network. Man lässt jetzt diese Kontrolle da in der Mitte komplett aus. Und dieses Mal will Lemon da offensiv gehen, oder was? Jetzt will man aber geschlossen rauf auf den B-Spawn. Das könnte die Monarchs überraschen. Das hat man bis jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht ist gegen Impulse G, den Frag kriegt man. Und Sadie da im Wasser auch schon low. Jetzt zieht man sich hier nochmal zurück. Nein, Galaxy planted. Kiwi zieht sich zurück, holt dann nochmal den Frag auf kurz gegen Lemon. Und damit sind Sadie und Mizaras. Sadie auf 19 AP, Mizaras hier auf kurz. Könnte gleich von 2 Leuten hier Besuch bekommen. Und pusht vor, die Flash saß super und der holt sich beide. Der holt sich beide und die Support Flash, die war Gold wert. Diese Support Flash von Sadie war Gold wert. 2 gegen 2. Sadie holt sich noch einen. Kevin gegen 2. Nimmt sich den ersten, den zweiten nicht. Und das schafft er nicht mehr. Doch, er holt sich das Kit und das könnte auch klappen. Ja, das klappt. Das klappt. Das klappt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für eine Runde. Und wieder ist es nur ein Spieler, den man durchbringt. Berlin Night TV, danke für diesen kurzen Wink. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Und wieder, ich kann das nur noch mal kurz. Einer durchgebracht, zwei durchgebracht, einer durchgebracht. Und eben, da hätte auch nur noch ein kleiner Minispray gereicht. Der hätte komplett gereicht. Und dann wäre die Runde wieder für Galaxy Network ausgegangen. Also da auch gerade
wie man es denn drehen möchte. Ein bisschen Pech für Galaxy oder ein bisschen Glück für die Jungs von Timo Nice. Und wird man da etwa wieder vom Timing vielleicht doch noch wieder ein bisschen schneller? Die Sarah springt da aber ab. Refrag von Like sitzt. Kiwi schnappt sich Impuls G. Und dann fällt Like gegen die MP9. Jetzt ist es aber noch Kevin, der da abengt. Gegen MP9 sollte kein Problem haben. Und Aurelia, der sich da auch schon Richtung B positioniert hat. Sadie aimt ab. Und wenn der jetzt hier auf Kiwi aimt, dann kann Aurelia rumziehen. Das funktioniert auch, wenn auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und damit kommt man in eine 2 gegen 1 Situation aus Sicht von Galaxy Network. Und YB muss gucken, wie er das Ganze jetzt noch verteidigen kann. YB gegen Kevin A und Aurelia. Probiert's über kurz. Bombe wird jetzt gelegt. Sie bleiben beide da erstmal am Silo stehen. Wobei, wie will über lang kommen? Keiner aimt gerade ab. Jetzt Aurelia. Den muss er schnell bekommen. Aber Aurelia hat ihn da zuerst. Und damit bekommt Galaxy Network verdient, würde ich sagen. Nach diesen ganzen knappen Runden dann auch mal wieder eine Runde. Und jetzt macht sich eben das, was ich die ganze Zeit gemeint habe, bemerkbar. Man muss jetzt, obwohl man ganze 4 Runden in Folge gewonnen hat, in die Eco-Round, beziehungsweise jetzt in den Force-Buy. Man forst tatsächlich bei Timo Nice. Und das ist dann eben der Punkt, wo es sich bemerkbar macht, dass man so wenig durchgebracht hat. Und jetzt der Offensiv-Push in diesem Force-Buy und das begrüßt Kevin doch. Nimmt sich direkt 2, jetzt der Refrag von Mizarras. Oh Gott, heute habe ich es mit der Zahl. So, damit ist auf Mitte erstmal alles frei. Es sind nur noch Sadie und Impuls G. Waffe ist auch schon weg. M4-Spieler auch gestorben. Sadie und Impuls G. Beide auf dem A-Spot und Galaxy muss sich jetzt das Richtige aussuchen. Wollen es über lang probieren und da pushen sie beide. Wenn da erstmal 2 Deagle-Klicks sitzen, kann das auch noch interessant werden. Ersten jetzt gesehen und die Support Flash sitzt, aber die kommen nochmal schön weg über die Toilette. Aber der erste Klick von Impuls G sitzt auch und der zweite sitzt auch noch. Jetzt können sie sich beide die Waffe picken. Kevlar haben sie auch an Start und damit hat man wieder gleiche Verhältnisse geschaffen. Galaxy derweil durchgepusht auf dem B-Spot. Und 2 gegen 2 Retake. Also jede Runde ist hier so unglaublich umkämpft. Egal, wie die finanzielle Situation bei den beiden Teams aussucht. Entschuldigung. Kiwi gegen Sadie. Fällt aber auch auf 50 AP. Impuls G muss hoch zum Balkon. Molly liegt. Kriegt den Klick nicht rein gegen Aurelia. Will's dann auch nicht mehr probieren. Und save die AK. Und wieder so eine unglaublich knappe Runde. Und dann wird der Pause-Call gegeben von Kevin H. Die Waffe wird er wohl durchbringen. Aurelia will da nicht mehr hochgehen. Und auch Kiwi geht über den T-Spawn. Also die werden sich definitiv verpassen. Waffe wird definitiv durchgebracht werden. Und damit gehen wir in die Pause. Was der Grund ist, kann ich euch leider nicht sagen. Haben wir irgendwelche Ping-Probleme? Nein, es sind doch alle da. Also mal sehen. Bei 7,47 Milliarden Menschen, grob geschätzt 100 Millionen deutschsprechende Menschen und davon vielleicht 2 Millionen CS-Zocker, sind 534 Leute nicht überraschen. Würde ich dir im Prinzip recht geben. Allerdings sonst bei Div 2... Ich sag mal so 30 bis 150 vielleicht eher so manchmal, ich sag mal die Mitte davon ist dann doch schon das, was man üblicherweise hat bei Div 2 Spielen. Und von daher ist dann so das Zehnfache doch schon eher überraschend bei Div 2. Klar, kommt natürlich durch den Host, aber ist dann doch eine ganz saftige Zahl für unsere schöne 19 Damage Liga Division 2. Anpass kam rein von Kevin. Wer hat eigentlich die Pause gecallt? Ja, Kevin hat die Pause gecallt, hat auch Anpost. Jetzt müssen nur noch die Gegner, glaube ich, anpausen. Also 5 zu 4 aktuell. Und es sieht... Also man kann hier überhaupt noch nichts draus lesen. Also so kann man es, denke ich, mal festhalten. Jede Runde ist im Prinzip eine... absolute Schlacht an sich, ein absolutes, ja, ich weiß es nicht. Im Endeffekt gerade eben auch wieder, man hat
zwei Spieler auf Deagle gegen vier volle Quifte. Und dann spekuliere ich drauf. Mensch, die könnten doch vielleicht noch mal ein paar Deagle-Schellen rausteilen. Hab aber natürlich auch überhaupt nicht dran geglaubt. Und dann gibt's da einfach nochmal zwei Deagle-Bretter, die schnappen sich Waffen und wir haben wieder komplett ausgeglichene Verhältnisse. Und das ist in jeder Runde jetzt bis jetzt so gewesen. Jede Runde einfach unglaublich spannend. Final Gaming Matches halt meistens mehrere tausend, mehrere Millionen. Also da ist Major mal 7000 angesagt und Final Gaming spielt. Spielen ja auch übrigens gerade. So, also Pause, warum auch immer, scheinbar noch ein bisschen länger. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir machen einfach mal den Konferenz-Death-Ray. Also ich werde euch nochmal ganz kurz auf den Stand setzen, wie es denn bei den anderen Div 2 Partien läuft. Also Swift Fox gegen Final Gaming läuft ja auch. Falls ihr es nicht offen habt, da steht es gerade 12-5 für Final Gaming auf DE Cash. Gerade Final Gaming auf T-Seite rumgeswitcht. Dann Skin Baron gegen Monkeys, das seht ihr bei Luca und Cube. Da steht es gerade 7-4 für Skin Baron auf DE Nuke. So, da habt ihr auf jeden Fall hier alle Spiele quasi im Live-Ticker. Und später bei mir, das muss ich natürlich auch noch erwähnen, noch Blue Jays gegen Erase Me. Das gibt's hier direkt im Anschluss. Bin leider bei Let's Cast Chat gebannt. Das ist ja auch nicht schlecht. Ansonsten würde ich dann, wenn wir jetzt hier gerade schon mal alle zusammen sind und ihr vielleicht das erste Mal bei mir zuguckt, ich weiß, es geht gerade weiter, nochmal darauf verweisen, wenn es euch gefällt oder auch nicht gefällt, könnt ihr jederzeit ins Forum gehen bei 19er Damage und bei mir in Feedback schreiben. Bei Deathray Junior Stream jederzeit für euer Feedback bereit. Ich habe gerade kurz mal den Feedback-Link reingehauen. Da könnt ihr jederzeit drauf gehen. Würde mich freuen, wenn ihr mir da was hinterlassen könntet. Und jetzt gehen wir endlich wieder rein in die Partie. Es ist leider eine Eco für Timo Nice wieder, aber das ist eben immer noch das Ding, wenn man nie mehr als einen Spieler durchbringt. Man stellt sich mit Lemon und Mizaras erstmal offensiv an lange auf. Könnten vielleicht hier mit ein bisschen Unlucky Timing oder so in dieses Türmchen da geraten. Ja, und das ist im Prinzip das gleiche wie immer, aber diesmal in dieser Eco. Das erste Mal, dass man hier bei B auch mal ein bisschen was Offensiveres wagt. Und jetzt ist es Lemon, der hier mit der Deagle aufräumen könnte. Wird aber nichts. Damit ist es noch Mizaras mit der P2K und damit soll es auch nichts werden. Und der einzige Spieler mit Waffe ist Impulse G. Und der muss das ganze Ding hier irgendwie sauber halten. Und da rennen ihm erstmal vier Spieler auf lang entgegen und dann mal gucken, was er dagegen tun kann. Molly könnte erstmal noch ein bisschen Zeit rausholen, sollte man aber auch ganz schnell beseitigen können. Noch genug Smogs dabei oder man wartet einfach ab. Man geht nochmal zurück. Und dann ist es der Klick von Like. Was ist denn mit diesem Jungen heute los? Ganz gemütlich gemacht von ihm. Und dann ist es YB gegen 5. YB gegen 5 mit der USP. Ich nehme jede Wette an. Und das war's für ihn. Also, bei Galaxy Network Flawless Round. Und bei Timo Nice kann man jetzt zumindest wieder gemütlich einkaufen, sich damit da ein bisschen eindecken. Mit allem, wonach es denn bei ihnen bedarf. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Und Galaxy Network sehr, sehr stark. Ich habe sie vorher noch nicht gesehen. Hatte mich gewundert, dass sie am Anfang Final Gaming ganz schön übel rausgehauen haben. Aber scheinbar, wenn sie so spielen, nicht überraschend. Und Like ist gerade eine Maschine. Like ist wirklich gerade. Ich will gerade zum Scoreboard gucken. 17-6 steht der gute Junge gerade. Der ist gerade echt eine Maschine. So, Lemon alleine hier auf dem Spot. YB schiebt dann gleich nochmal hinterher. Und wir haben Mizaras und Sadie, die ja schon komplett alles Richtung Ada ausgeschlossen haben, außer Construction. Construction war aber gerade auch schon ein Spieler durch. Das heißt, man ist sich eigentlich schon sehr sicher, was es jetzt wird. Und da fasst der Frag durch die Smoke von YB. Bombe kann gelegt werden von PD. Mizaras wird da direkt geholt in Construction. Und ich glaube, Sadie. Ja doch, der bekommt den ersten.
Bombe tickt runter. Es sind noch 3 gegen 4. Like PD und Kevin A versuchen, die Bombe noch zu verteidigen. Man ist schon komplett auf dem Spot. Man hält sich defensiv bei Galaxy Network. Man geht noch nicht drauf. One-on-one-Trade, Like fällt. PD mit dem nächsten. Aber wieder in einem 2 gegen 2. 3 HP noch bei ihm. Kevin nimmt sich ein. Den zweiten kriegt er nicht. Und damit bringen sie wieder mal einen Spieler durch. Und es ist wieder so unglaublich knapp. Es ist wieder so unglaublich knapp. Was ist denn hier los? Ich kann das so nochmal durchgehen. Ein Spieler durchgebracht, zwei, einen und einen. Die gewinnen mit einem bis maximal zwei Spielern, wenn sie gewinnen. Es ist jedes Mal so unglaublich knapp. Man kann es nicht oft genug sagen. So, weiter geht's. Und man kann halt wieder ein deutlich schlechteres Equipment dadurch, obwohl man die Runde geholt hat. Galaxy Network ist hier fast komplett eingedeckt. Flash sitzt gut, piekt aber nicht. Und Lemon ist einsam und verlassen. Und man steht hier schon mit 3 Mann auf B-Lang bereit. YB über Construction noch gekommen und das war wichtig. Lemon auch erfolgreich, bekommt zumindest den einen. YB durch die Smoke holt er sich hier einen. Und damit sieht's gut aus. Kevin A wechselt hier nochmal die Waffe auf die AK. Und es ist immer 1 gegen 3. Durch die Smoke ein paar Hits verteilt, nützt ihm aber auch nicht mehr viel. Wird ein unglaublich schwerer Klatsch. Kevin A nimmt sich YB. Und damit noch ein 1 gegen 2. Könnte die Bombe jetzt erstmal durchlegen. Zumindest das Geld mitnehmen. Und jetzt wollen sie beide über lang kommen. Kevin flasht nochmal Richtung kurz und jetzt verpassen sie sich. Gehen beide geschlossen über lang und er moved sie jetzt aus oder was? Nein, er hat den Kürzeren gezogen. Leider Timing unlucky. Wäre der jetzt kurz durchgegangen und nochmal Construction hoch zu A, wäre auf jeden Fall ein krasser Move gewesen. Drive Frames, leckt das bei, es leckt bei euch. Das ist aber nicht schön. Ich guck mal ganz kurz auf die Übertragungsrate. Also wie gesagt, bei mir läuft es ja flüssig, sonst hätte ich es ja auch gemerkt. Ist eigentlich relativ stabil. Aber okay. Sonst werde ich mal nach der ersten Map gucken, woran das liegen könnte. So, Galaxy Network damit erstmal in die Eco gedrückt. PD da zumindest mal mit CZ und ein paar Granaten. Und das sonst CZ und Deagle bei allen am Start. Und es geht die Mitte hoch. Kevin A fällt und die ganze Langgarde fällt da auch. Like ist down. Narelia probiert es nochmal. Und währenddessen ist ja auch schon Kiwi durch bei Lang, aber da gibt es dann auch nur ganz, ganz kurzen Prozess und damit bringt man mal alle 5 Mann durch. Bei dir leckt es nicht, das freut mich. Also ich hoffe, dass der Stream für euch flüssig läuft und ich würde alles dran setzen, wenn es denn nicht läuft, dass es wieder läuft. So viel dazu. So, weiter geht es. Monarch scheint mal wieder ein bisschen was zu probieren. Und diesmal könnte dieser Push in Construction noch aufgehen, aber er bekommt nur einen YB. Der Molly hilft ihm und er bekommt noch einen. Ja, und damit ist man hier. Hat man 1 gegen 2 getradet, das ist okay. Zum Glück ist hier noch YB nicht durch den AWP-Shot gefallen. Aber da hat man noch mal ein bisschen was probiert. Hat da mal den Push gewagt und der wurde belohnt. Und jetzt muss man sich hier nochmal umorientieren. Und man steht jetzt wieder defensiv. Und das hier sehen, komplett auf den Spots. Keiner, der da irgendwie noch weiter Raum einnehmen will. Man will hier einfach 2-2 die Spots sicher halten. Und jetzt soll es Richtung A Richtung B gehen, sorry. Sandy und Impulse G pushen da Richtung kurz vor. Wollen da jetzt ein bisschen was ausschließen und guckt euch das an. Guckt euch das gerade an. Die gehen jetzt hier gemütlich drauf und die werden es gleich mitbekriegen und müssen dann beide über kurz verteidigen. Das heißt, es muss eine schnelle Verschiebebewegung gleich eintreten von Balkon. Aber jetzt hat man den ersten Frag bekommen. Und da liegt nichts Richtung kurz. Kein Molly, keine Smoke, gar nichts. Und man hat auch nichts mehr zum Werfen. Und das ist bitter. Kevin gegen 4 Spieler von Team Monarchs.
das war's dann auch für ihn. 8 zu 6 damit. Und Timo Nix holt hier am Ende nochmal ganz wichtige Runden. Nachdem man da doch sehr ins Straucheln gekommen ist. Und man darf diese ganzen glücklichen Runden auch nicht vergessen. Und in der letzten Runde kann Galaxy Network nicht aus dem Vollen schöpfen. Zweimal Galil, drei Pistols, aber dafür hat man relativ gute Utility dabei. Und Mizaras, schon wieder ein Offensivpush in der Mitte, kommt aber nochmal weg. Und dann nimmt man wieder Tempo raus. Und Monarchs haben ihr Spiel gerade aber auch komplett verändert. Man geht einfach viel mehr offensiv gegen. Like bekommt dann nur einen, verlieren zwei Spieler. Bombe sollte man schnell picken, bevor die Smoke weggeht. Kevin damit erstmal mit der Smoke da an B-Lan gefangen. So, man hat noch Narelia, der hat die Galil. Man hat noch Like mit der Galil. Ja, und Kevin ist mit der Bombe da in der unnagbaren Position. Narelia das schon. Eine Support Flash bereit, würde ich gerade sagen, aber da disconnected er und das ist bitter. Kurz vor der Halbzeit. Im 3 gegen 4 disconnected er und damit ist es nur noch 2 gegen 4. Like. Hat sich da wieder durchgeschlichen. Das ist einfach James Bond heute. Der Frack darf nicht sitzen bei YB und das hat er auch nicht. Und was macht er denn da? Was macht denn YB da? Das hat er doch komplett auf dem Schirm gehabt. Hat aber mit Bank gerechnet scheinbar. Und damit gehen wir wieder in die nächste Pause. Denn Galaxy Network nur noch zu viert. Und damit müssen wir schauen, dass er dann auch schleunigst wieder rankommt. Also da scheinbar Mutti mal eben die Internetleitung gekappt oder das Stromkabel rausgezogen. Wie dem auch sei. Wir gehen mit 9 zu 6 für Timo Nix in die Halbzeit. Man hat sehr, sehr viele glückliche Runden geholt. Aber am Ende dann doch noch eine sehr, sehr stabile und solide Leistung gezeigt in den letzten Runden der ersten Halbzeit. Und somit ist dann am Ende 9-6 auch gerechtfertigt. Ja, Narelia, wo immer er auch sein mag. Übrigens finde ich, Narelia klingt eher so nach einer Nachtelf-Druidin aus WoW. Aber okay. Hat gerade scheinbar ein paar Technical Issues. Warum auch immer. Und deswegen mal sehen, wie es dann gleich weitergeht. Ich werfe währenddessen noch mal ganz kurz einen Blick in den Chat. Hab ich da irgendwas verpasst? Hälfte verloren. Muss Galaxy jetzt wechseln? Das sind Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. WTF lese ich. Ja, also jetzt natürlich für euch die Möglichkeit, wenn wir mal ein bisschen quatschen wollen, in den Chat reinzuhauen. Denn jetzt haben wir ja gerade nichts Besseres zu tun, denn wir sind ja in der Pause und warten darauf, dass es wieder vollständig wird. Aber da sehe ich gerade, Narelia ist jetzt schon wieder da. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Ready. Jetzt fehlt nur noch ein Ready. Und dann sollte es ja eigentlich auch weitergehen. Ready, da ist es doch. Damit können wir auch gleich weitermachen. Damit können wir auch gleich weitermachen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Und dann schon wieder eine Pause? Oder wollte er Unpause schreiben? Unready. Also es ist... Oh, Narelia ist schon wieder weg. Was ist denn da los? Ja. Es könnte sich alles so ein bisschen verzögern. Aufgrund dessen, dass Narelia hier... Also, was auch immer da los ist. Hatte der EAC gerade nicht an, oder was? Ist ein Bug. Naja, okay. Wollen wir mal nicht weiter rein interpretieren, was jetzt gerade das Problem ist. Wollen wir mal hoffen, dass er gleich wiederkommt. Ich kann euch nur noch mal kurz darauf hinweisen, für alle, die den Cast gerade gucken. Und sollte es euch nicht gefallen, oder sollte es euch gefallen, ich kann euch nur bitten, dass ihr mir ein bisschen Feedback schreiben könntet, wenn ihr denn hier noch
ein paar vielleicht dann auch bessere Casts sehen wollt, wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt. Wie gesagt, dafür ist das 99 Damage Forum da und da könnt ihr jederzeit mir Feedback schreiben. Lese ich mir auch alles immer ganz aufmerksam durch und nehme ich mir dann auch zu Herzen. Es sei denn, ihr schreibt jetzt rein, ey, du Spast oder bist geil oder was auch immer, dann nehme ich mir das auch zu Herzen, aber auf eine andere Art und Weise. Nee, also wenn ihr da irgendwas loswerden wollt, dann ist das Forum immer für euch da. Hashtag Ausrufezeichen Feedback. So, Narelia ist wieder da. Wollen wir doch mal gucken, ob er auch länger als 30 Sekunden warten kann. Bleiben kann. Ich nehme alle Wetten an. Quote für Bleiben ist sehr, sehr hoch. Mal gucken. Trauen Sie sich, das Ready jetzt reinzuhauen oder nicht? PD mit dem Ready. Wird es losgehen? Wird es losgehen? Das ist die Frage hier. Bleibt Narelia auf dem Server oder nicht? Und er bleibt auf dem Server. Und damit können wir auch rein. Unpause kommt auch noch dazu. Also hoffen wir mal, dass Narelia nicht weiter gestraft ist von irgendwelchen technischen Geschichten. Und dass wir das Spiel hier ohne weitere solche Vorfälle weiterspielen können. Denn sowas muss ja nicht sein. Sowas brauchen wir nicht. Das ist immer unschön, wenn jetzt hier ein Stand-in kommen müsste oder was auch immer. Von daher erstmal hoffen, dass es jetzt weitergehen kann. Und jetzt Timo und Ice auf der T-Seite und Galaxy Network auf der CT-Seite. Und man geht komplett geschlossen lang durch. Und das wird Narelia gleich hören. Ja, man steppt, Narelia hört es, kann dann auch ansagen. Da war sehr, sehr viel auf lang. Und man zieht sich hier geschlossen zurück und man kann sich direkt mit 4 Mann hier auf den Spot stellen. Like als einziger noch bei B, fliegt aber kurz rein, kann zumindest ansagen, einer Minimum noch Richtung B unterwegs. Kiwi steht close an Toilets. Frage ist, ob man jetzt mit ihm rechnet. Hat den Reload auf jeden Fall gehört. Lemon als einziger dann noch auf lang. Und man wartet hier erstmal in der Pose ab und Kiwi wird das wissen. Was für eine Situation gerade. Man lässt hier... Ja, man hat erstmal noch die Türmchen gebaut bei B. Und jetzt soll es raufgehen. Kiwi nimmt sich Nummer 1. Kiwi nimmt sich Nummer 2. Und damit die Bombe. Und Lemon damit muss hier irgendwie die Kohle aus dem Feuer holen überlang. Schafft es nicht. Und Mizaras probiert es nochmal auf dem B-Spot. Nimmt sich Like. Und YB nimmt sich Kiwi. Und damit kommen wir auf ein 2 gegen 3. Bombe picken? Nein. Omizaras im 1 gegen 3. Fickt sich PD. Und Narelia? Was war das denn? Hat er den gesehen? Ist immer schwer zu sagen, wenn man hier X-Ray anhat. Mizaras geht da rum. Hat er hier das gute Timing? Ja, den klickt er weg! 1 gegen 1. Narelia gegen Mizaras. Und der Plant geht in der letzten Sekunde durch. Da hat Narelia wahrscheinlich gedacht, Mensch, vielleicht schafft er den Plant gar nicht mehr. Und in der letzten Sekunde geht der Plant noch durch. Und damit One-on-One. Beide mit fast voll AP und Narelia klickt ihn weg. Und dann ist es am Ende doch noch die Runde für Galaxy Network. Was für ein Spiel ist das denn bitte heute hier? Da wünscht man sich ja fast mal eine Runde, wo einfach mal komplett drüber gebrezelt wird. Aber das ist schon heftig. Wie spannend einfach jede Runde ist. Also ich denke, das ist aber auch ein Spiel, was den Spielern gerade auch richtig Bock machen muss. So, Timo und Ice, die haben zwar gerade nicht ganz so viel Bock, aber die haben zumindest die Bombe legen können. Jetzt geht man erstmal hier mit ein paar Pistols rein in die nächste Runde. Und natürlich nicht mit dem Force Buy, denn man will ja in der nächsten Runde voll kaufen. Wobei Bida mit dem ersten Ding zumindest... Man kann dann noch nachträglich nichts mehr nachsetzen. Damit kommt Kevin damit seinen 4 AP noch davon. Und währenddessen die Mates zerschossen. Man geht immer lang durch. Lemon kommt da nicht weit. Und Impuls G und Mizaras. Mizaras durchgeschlichen auf dem B-Spot. Das war auch nichts. Und Impuls G mit der Bombe. Last Man Standing. Und man kommt hier flawless durch bei Galaxy Network. Und 9 zu 8. Und jetzt, wie angesprochen, folgt natürlich die Kaufrunde. Und Kevin gibt auch nochmal einen nice Shot rüber.
für dieses für den P250-Head da, der 96 abgezogen hat. So, man geht im 5-mal AK logischerweise. Utility ist auch in Ordnung. Zumindest genug Smoking Flash hat man dabei. Und Galaxy macht ähnlich, wie es auch Timo nachgemacht hat. Erstmal ein offensiver Push Richtung Construction. Sadie sieht man nicht. Und auf lang erstmal nichts aufgestellt bei Galaxy. Da können die Jungs von Timo Nachs erstmal relativ gut durch. Langsam aber sicher. Und Mizarras ist. Muss ich gerade noch mal kurz überlegen. Wer ist denn beim Gegner? Klar, Mizarras ist der Kiwi von. Vom anderen Team. Hat hier eine ähnliche Funktion. Und Kiwi währenddessen aber auf lang. Und der hat erstmal den ersten Contact gehabt. Kann erstmal relativ viel ansagen, ist aber erstmal auf sich allein gestellt. Kevin kann dann nicht so viel Support über Long Distance mit der UMP. Vielleicht vor dem Update hätte das noch funktioniert, jetzt nicht mehr. Narelia gegen YB erfolgreich. Mizarras nimmt Like raus. Mizarras will weiter Boden gut machen beim B-Spot. Schafft er nicht. Und jetzt bleiben nur noch Sadie und Impuls G übrig. Die pirschen sich langsam aber sicher Richtung A vorne. Narelia steht relativ defensiv, wird dann aber auch gleich Impuls G sehen können. Er hat da schon Angst, dass irgendwas Richtung Bank durch ist. Holt sich Support ran. Kevin auch schon da. Und PD noch alleine auf dem W-Spot. Und man ist drauf. Und man will durchlegen. Sadie muss sie abhalten. Noch keiner über Bank. Kevin move drüber. Die Bombe geht durch. Der Molly wird keine Wirkung haben. Und da kriegt der Impuls G weg. Sadie gegen Kevin. Und er kriegt Sadie weg. Und der Defuse, der geht mit lockerer Leichtigkeit durch. Und man gleicht aus auf 9:9. Man sollte Like alleine auf den Spot schicken, damit er mal gehalten wird. Ja, Like aber nach seiner Hochphase hier am Anfang des Spiels, als er 17:6 stand, auch nicht mehr allzu präsent gewesen. Vielleicht muss er da tatsächlich mal alleine auf den Spot geschickt werden. Damit er hier wieder blühen kann. So, jetzt auf jeden Fall erstmal die Timo Nice in die Eco gedrückt. Und dann geht hier komplett Construction hoch und Narelia. Das ist ein kleines Geschenk für ihn gewesen. Nehmt sich da direkt erstmal die volle Portion. Und dann ist es noch YB. Und der hat 4 gegen sich. Vielleicht noch ein Frag drinne gegen Kevin H. Mit der gepickten M4. Nein, der hat er nicht auf dem Schirm da in der Ecke. Und man bringt 4 Waffen durch bei Galaxy Network. Das war doch eine der leichteren Runden. Like mit 20 Frags aus der ersten Hälfte reicht dann aber auch. Aber man muss auch mal wissen, wann gut ist, ne? So, man kann wieder kaufen bei Timo Nice und Lemon auch wieder auf der AWP abgestellt. Und man weiß, Lemon kann mit dem Gerät. Und wenn er will, dann funktioniert hier auch gleich was. Aber erstmal funktioniert vielleicht was bei Galaxy, denn man geht sehr, sehr offensiv. Lang geht man durch, Mitte geht man auch durch. Impuls G und Lemon aber erfolgreich. Und damit ist der Push ganz schön in die Hose gegangen. Ist jetzt auf 3 Mann dezimiert. Trotzdem bleibt Kiwi stehen und nimmt sich noch einen. Geht runter Richtung Construction. Kevin zieht sich jetzt lange auch zurück. Kiwi jetzt down und damit ist man auf 2 Mann runter. Und Timo Nice können sich hier die Seite aussuchen. Es war erstmal eine gute Idee. Man kann das erstmal so spielen. Es ist natürlich einfach nur. Es sieht einfach kacke aus, wenn es nicht funktioniert. Wie bei so vielen Dingen. Like mit einem schönen Klick gegen Sadie und irgendwie bin ich heute bei seinen Frags einfach immer nicht drauf. Ist kein Disrespect gegenüber ihm, ist einfach nur purer Zufall. So, man geht durch Richtung Lang. Aber Lemon ist hier auch noch. Der wird jetzt aber Construction runtergehen. Und Kevin muss dann ganz schnell als Support da sein für Like. Und der bekommt jetzt gleich. Lemon sollte er doch vorher sehen. Nein, Lemon sieht ihn vorher. Und damit ist es ganz ungünstig für ihn. Und Kevin, 30 Sekunden auf der Uhr und er steht im 1 gegen 3. Und da will er auch nur noch die AK mit in die nächste Runde bringen. Das wird er nicht mehr probieren. Und er bringt AK, CZ, Kevlar Helm
Diffuse geht und ein Molotow in die nächste Runde, wenn er es denn schafft. Und die Monarchs mit der ersten T-Runde. Und auch das ist ja nicht ganz verkehrt für sie. Nachdem man hier die ersten vier Runden verloren hat, Kevin geht da nochmal ins Duell, nimmt sich nochmal einen, der hat noch richtig Bock. Flash Dodge da, geht er nochmal zur Bombe? Was ist denn los mit dem? Was ist denn los mit dem? Wird dann noch geholt mit dem Pulse G, vorne Pulse G, und der droppt auch noch auf 4 HP, also da auch Glück, dass der nicht noch durch die Bombe gestorben ist. Und damit gehen wir auf 10 zu 10 und es bleibt einfach immer spannend. Es bleibt einfach immer spannend. Kein Team, was ich hier wirklich absetzen kann. Und ich denke, das wird sich hier bis zum Ende fortführen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir hier am Ende in der Overtime gehen, hier auf der ersten Map. Und ich bin ja absoluter Overtime-Fan. Die Teams nicht, aber ich schon. So, man geht komplett lang durch und da deckt erstmal niemand. PD nimmt mit einer verschimpften Flash dann auch raus. Und über kurz ist dann noch Like da. Was kann der machen? Wird auch rausgepickt. Und damit muss man jetzt 3 gegen 5 Retake starten. Narelia könnte gleich über kurz kommen, aber ich glaube, man lässt es da schon sein. Ja, man lässt es sein. Und das wollte ich auch erst noch sagen, ob man da nochmal 3 gegen 5 reingeht. Und das lässt man dann auch sein und bringt die drei Waffen durch. Und Team Monarch kann die wichtige Folgerunde hier holen, bevor sie da in Gefahr laufen, nachdem man den Loser-Bonus abgegeben hat, direkt die Folgerunde zu verlieren. Somit 2 Runden in Folge für Team Monarch und damit sind sie auch angekommen in der zweiten Halbzeit. Skills noch für die drei Jungs von Galaxy Network, die Waffen durchzubringen, weil sonst sieht es in der nächsten Runde auch nicht gut aus mit Kaufen. Jetzt kann Like und Kevin könnten potenziell legen, je nachdem auf welche Waffe man spekuliert. Aber man wird sich da noch ein ganz vernünftiges Equipment zusammen kaufen können. Okay, PD geht dann auf die CZ. Das ist okay, damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Und damit Abfahrt. Timo und Eis halten weiter, Tempospiel hoch und man will wieder lang, schnell durch. PD close mit der CZ, das kann Schaden machen, macht aber nicht, doch auf 4 HP schießt er runter, reicht aber nicht. Kevin Eis auch noch da, der wird auch rausgenommen. Und dann hat sich das ganz schnell erledigt und dann muss man wieder saven gehen. Und diesmal bringt man 2 Waffen durch, 2x M4 auf Kivi und Narelia. Das ist einfach ein sehr, sehr schnelles und auch relativ vernünftiges Execute-Spiel, was Timo und Eis hier gerade macht. Und Galaxy ist gerade relativ überfordert und wissen nicht, wie sie gegen diese Ghosts gerade ankommen. Ah, gut, dass man sich dann sehr früh dazu entschieden hat, dann auch noch diese beiden Waffen mit in die nächste Runde zu bringen. Aber auch diese kleinen Waffensaves immer mal wieder werden ihnen dann am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr viel helfen. Nächste Runde, geldtechnisch, sieht es auch sehr, sehr schlecht aus. Narelia kann eine legen und sonst muss man sich da auch mit anderen Waffen begnügen, währenddessen bei Timo Neister das Geld auch immer weiter wächst und schon wieder eine Pause bei Galaxy Network. Man gut, sind die nicht auf 2-3 limitiert. Also, es steht 12 zu 10. Wieso jetzt diese Pause? Könnte ich mir auch durchaus was Taktisches vorstellen jetzt. Nachdem man dann gegen diese Ghosts von Timo Nice gerade in den letzten Runden gar nichts machen könnte. Wäre natürlich schade, wenn es wieder was Technisches wäre. Aber es sind alle Spieler da, von daher gehe ich mal davon aus, dass es sich dann jetzt auch mal um eine taktische Pause handelt. Wie sieht es eigentlich aus im Chat? Ich weiß gar nicht, wie genau die Kurve aussieht. Timo Nice oder Galaxy Network? Wie ist eigentlich der Supporter-Status? Haut es doch mal in den Chat, für welches Team ihr hier heute seid. Wen ihr supportet. Und damit PD auch wieder mit dem Unpause. Und ich habe das rechte Auge auf den Chat, denn ich will natürlich auch wissen, für wen ihr heute seid. Man das auch bei Div 2 immer ganz schlecht einschätzen kann. Wenn man jetzt ein würdes Pro-Spiel hat, dann ist das manches Mal schon relativ klar. Aber bei Timo Nice gegen Galaxy Network ist das immer noch so eine Sache. Face Clan lese ich da, ist natürlich auch eine Meinung, die man durchgehen lassen kann. So, und damit gehen wir rein in Runde Nummer 26 in einem sehr, sehr schönen, sehr, sehr spannenden Div 2.2 Spiel.
und mit einem Galaxy Network, was hier wirklich mit dem Nötigsten klarkommen muss. P90 auf Kevin und der versucht sich hier davon zu stehlen und könnte gleich hinter die beiden hier bekommen. Will da aber noch nicht durch. YB guckt da nochmal nach hinten und Kevin, der versteckt sich da. Und das könnte nochmal eine gute Pose für ihn werden. Man hat bis jetzt nur Like verloren, konnte aber Sadie picken. Ah, YB gegen Kevin erfolgreich. Und damit Narelia, Kiwi und PD, die das ganze Ding ja noch sauber halten müssen. Wenn jetzt Construction hochgeht, dann kommt es auf Narelia an. Der konnte gegen die Eco hier schon mal 3 Frags schnell ziehen. Und man geht vor. Wird jetzt erstmal die Toilets einnehmen. Narelia steht da ganz hinten noch bei den Toilets. Und das Türmchen werden sie wohl erstmal stehen lassen. Und Mizaras, so wie er es auch schon oft gemacht hat, wird dann gleich Stress bei B machen, bevor hier der Contact kommt. Aber der Contact, damit werden sie nicht rechnen mit Narelia so close. Impuls G aber mit dem Refrag. Er war auch auf 12 HP runter. Und es wird komplett verschoben. Also Mizaras könnte jetzt auch den Call geben. B ist aktuell frei. Und er geht jetzt drauf. Monais, Galaxy, Galaxy. Uganda Esports auch natürlich eine Sache. Galaxy. Monais. Okay, also sehr, sehr ausgeglichen. So, Abfahrt. Jetzt will ich auch nicht weiter reden. Der Asport wird geklärt. Man nimmt nicht den Call an, dass es auf B frei ist. Man probiert es auf dem Asport und es funktioniert. Lemon kann den letzten rausnehmen. Man bringt 3 Waffen durch. 13, 10. Und so langsam kommt Team Monarchs in Fahrt. Wo ist Team Schweine-Aim? In der Div 3. Sind letzte Saison nicht aufgestiegen. Warum weiß ich sowas? Keine Ahnung. Weiter geht's. Und wieder können sie nicht aus dem Vollen schöpfen bei Galaxy Network. Narelia nur auf der P2K. Aber der Rest noch ganz klar stehen. Man hat auch überhaupt keine Utility dabei. Like kann auch nicht stehen. Man haut ja auch noch einen Mate um. Bei Team Monarchs. YB, Mizaras und Lemon jetzt noch am Start. Wir sind im 3 gegen 3. Bombe kann gelegt werden. Na kommt, Jungs. Oh, der Molly ist böse. Hält hier Kiwi erstmal auf. Und, ich kann mir denken, warum Narelia nur die P2K hat und warum er sich dann nicht allzu viel bewegt. Das scheint wieder irgendeine technische Sache bei ihm zu sein. So, jetzt geht's aber erstmal weiter. PD, der räumt jetzt noch ein bisschen auf. Man darf nicht vergessen, es ist nur noch Narelia und der ist nicht da. Das heißt, jetzt ist er auch noch ganz weg. Also, da muss die Bombe gar nicht mehr explodieren und wir haben die nächste Pause. Wir haben die nächste Pause. Was ist denn da los? Das ist wirklich jammer schade eigentlich. Dass wir jetzt hier so viel Pause haben wegen technischen Schwierigkeiten. Also da sollte man sich vielleicht für die zweite Map da irgendwie noch ein Stand-in ranholen. 19 Damage Junior, der alte Schweine-Aim-Fanboy. Nee, tatsächlich nicht. Also ich gucke Trilux eigentlich auch gar nicht, aber irgendwie hat es mich mal interessiert, in welcher Diff die sind, dann habe ich einfach mal nachgeguckt. Wäre natürlich cool gewesen, wenn sie aufgestiegen wären, dann wären natürlich die Viewerzahlen immer so krass bei Div 2. Ne? Dann wäre es natürlich immer krass. So, also ich weiß jetzt nicht, wie lange die Pause wieder gehen wird. Ich habe so langsam fast alle meine Joker gezogen, was ich so in Pausen labere. Und ich will euch auch nicht so auf den Sack gehen. Ne? Von daher hoffe ich einfach mal, dass die Pause bald vorbei ist. Impuls G, ich will ein Kind von dir, lese ich. Das sind Wünsche, die muss man berücksichtigen. Ich guck mal, hat irgendwer von euch schon Feedback geschrieben? Kann man sich hier irgendwas schon angucken? Keiner hat Feedback geschrieben. Muss ich etwa mit euren Eltern reden? Also, Feedback schreiben ist jetzt Hausaufgabe für euch. Das muss bis 20 Uhr erledigt werden. Sonst gibt's einen blauen Brief an die Eltern. Und das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Ja, also, wie lange das Ganze jetzt dauert, logischerweise kann ich euch dazu nichts sagen. Habt Zeit. Also, ob das jetzt. Der Grisch kämpft gerade gegen den Titanenkäfer. ja, also, die nehmen das Ganze auf jeden Fall mit Humor. Immerhin.
Ach ja, ach ja. Ja, aber das ist Counter-Strike, oder? Also, wenn es nicht irgendwie von einem Veranstalter aus vor Ort bei LAN-Turnieren irgendwelche Delays gibt, dann sind es Delays beim Rechner zu Hause, beim Internetanbieter passiert irgendwas oder ja, was auch immer. Nie Stromausfall, zweimal in einem Game auf einer, ich rieche Sabotage. Wer hat die Ratten in sein Haus gebracht von euch? Also ich würde sagen, beide Teams nehmen es mit Humor. Also Lemon G, was laber ich denn? Lemon hat es gerade nochmal berichtigt, es sind Schlangen. Also damit auf jeden Fall der offizielle Call. Timo Nice hat Schlangen in das Haus von Narelia gebracht. Und die fressen Kabel. Und deswegen hat Narelia die ganze Zeit Disconnects. Damit wissen wir jetzt auch, was denn da genau los ist. Er ist auf jeden Fall wieder da. Mal schauen, ob da jetzt ein Unpause reinkommt oder nicht. Bis jetzt noch nicht, warum auch immer. Ich gucke natürlich weiterhin in den Chat, ne? Also fühlt euch da nicht irgendwie alleingelassen. Ich habe immer ein Äugle drauf, jederzeit bereit, um irgendwelche Fragen oder Anmerkungen von euch fachmännisch zu bearbeiten. Die wickeln sich darum, weil sie warm sind und die können dadurch zerreißen, ausstecken. Fressen nicht wirklich. Ah. Also die Schlangen, die Timo Nice in das Haus von Narelia gebracht hat, fressen nicht die Kabel. Das muss ich nochmal berichtigen. Die wickeln sich um die Kabel. Ja, und damit werden die dann auf eine gewisse Art und Weise zertrennt. Ja? Dann wisst ihr das auch, wie das aussieht. So, damit auch genug. Es geht endlich weiter. 14 zu 10 steht es für Timo Nice und Narelia. Bleib bei uns. Bitte bleib bei uns. Ich kann nicht noch eine Runde vertragen, in der ein Spieler frühzeitig rausgeht. Narelia geht direkt offensiv. Will am liebsten schnell sterben, damit er nicht wieder disconnecten kann. Bekommt einen Frag, geht dann aber relativ low on health. Aber zumindest erstmal der Mann-Vorteil rausgeschossen für Galaxy Network. Network. Alles klar, Timo. Verschafft sich ein bisschen Raum in den Toilets, man will lang durch. Aber Narelia könnte dann nochmal einen kleinen Überraschungseffekt rausholen, wenn er denn gleich über Construction pusht im richtigen Moment. Hat er aber nicht vor. Und der Monarch Train setzt sich da immer weiter in Bewegung Richtung A. Man wartet ab. Kiwi und Kevin auf dem Spot. 45 Sekunden auf der Uhr. YB. Er guckt, was hinten geht. Richtung B. Also die Rolle, die Mizaras in den letzten Runden eingenommen hat. Dieses Mal YB. Mizaras gerade ganz gut drauf vom Aiming. Vielleicht will man ihn hier einfach als Opening Fragger gerade haben. Und stellt deswegen YB Richtung B ab. Erwischt Kevin H. auf hier einem ganz, ganz schlechten Fuß. Jetzt muss man noch gucken, ob man mit Kiwi rechnet. Rechnet man, bekommt den Frag. Kann jetzt eigentlich locker legen. Auf beiden Seiten liegen die Mollys. Und Narelia und PD. Die müssen das Ganze jetzt richten. YB schiebt auch hinterher. Und jetzt ist es nur noch Narelia. Der wird rausgenommen von Lemon. Und wir haben die 15. Runde für Team Monarchs. Und sehr wenig Geld. Relativ wenig Geld. Auf Seite von Galaxy Network. Und da muss man sich mit Farmers und Co. begnügen. Narelia kann sich die M4 holen. Aber das war's dann auch. Mehr ist nicht drin. Und damit gehen wir in die vielleicht letzte Runde. Timo Nice will noch mal was Schnelles probieren. Man will ja einfach komplett durch auf B lang. Man will einfach durch. Und Like mit einem nur. Das reicht nicht. PD holt sich auch noch mal einen. YB, Lemon und Sadie noch am Start. Sadie kriegt den Frag gegen Kiwi. YB! Einfach durch die Smoke mit zwei!
Wenn der jetzt nochmal abdrückt, dann drehe ich komplett im Kreis. Und dann holt er Nariya, nachdem er aus der Smoke raus ist, von daher noch alles gut. GG, well played. Und das, meine Damen und Herren, war nur die erste Map. Das war nur die erste Map. Puh, da müssen wir alle erstmal ganz gemächlich durchschnaufen. Und ja, jetzt geht es ab auf DE Inferno. Ich denke mal, 5 Minuten Verschnaufpause für alle ist doch...